Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf Ebene des Europarats hat vor wenigen Wochen das für den Strafvollzug zuständige Gremium getagt, und zwar zu folgendem Thema: Covid-19, Herausforderungen, gewonnene Erkenntnisse und Zukunftsstrategien. Vielen Dank. Tatsächlich hat die seit über einem Jahr andauernde Pandemie den Strafvollzug europaweit, aber auch hier vor Ort bei uns stark gefordert. Insbesondere mussten sich die Anstalten der Frage stellen, wie den Gefangenen auch unter den aktuellen risikobehafteten Bedingungen weiterhin Kontakt mit ihren Angehörigen und ihren Bezugspersonen ermöglicht werden kann. Eine weitere Herausforderung ergab sich dadurch, dass zum Schutz aller beteiligten Arbeitsbetriebe vorübergehend geschlossen werden mussten. Die damit verbundene Folge, dass den beschäftigten Gefangenen die finanziellen Grundlagen für ihren gewohnten Einkauf oder einen anstehenden Schuldendienst entzogen würden, sollte vermieden werden. Und das natürlich auch, um dem Anreiz, unlauter in den Genuss finanzieller Vorteile zu gelangen, sofort entgegenzuwirken. Diese Probleme hat der Vollzug zunächst sehr pragmatisch gelöst, einerseits durch die kurzfristige Einrichtung von Videobesuchen und andererseits durch die Gewährung einer sogenannten Billigkeitsentschädigung. Diese pragmatische Herangehensweise hat sich bewährt und soll nun fortgeschrieben werden. Mit der Ihnen vorliegenden Gesetzesvorlage soll ein ergänzender Regelungsbedarf für die vollzugsrechtlichen Bestimmungen im Saarland in diesem Sinne umgesetzt werden. Im Einzelnen. Ein Videobesuch ermöglicht neben Schriftwechsel und Telefongespräch die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte auch mit Personen, die einen Besuch in einer Justizvollzugsanstalt nicht wahrnehmen können oder nicht wollen. Die saarländischen Justizvollzugsgesetze sehen bereits grundsätzlich die Zulassung anderer Formen der Telekommunikation durch das Justizministerium als Aufsichtsbehörde vor. Das gilt für den Untersuchungshaftvollzug, den Jugendstrafvollzug und den Erwachsenenstrafvollzug. Darauf aufbauende konkrete Regelungen sollen nun gesetzlich erfasst werden. Dabei werden Videobesuche unter den Erlaubnis- und Ausgestaltungsvorbehalt der Justizvollzugsanstalten gestellt. Eine entsprechende Regelung soll auch in das saarländische Jugendarrestvollzugsgesetz aufgenommen werden. Der zweite Regelungsbedarf ergibt sich für die Nutzung einer Trennvorrichtung, für gewöhnlich eine Scheibe, bei der Durchführung konventioneller Besuche. Bislang ist eine Trennvorrichtung nur vorgesehen, wenn dies zu Schutzzwecken oder zur Verhinderung einer Übergabe von Gegenständen erforderlich ist. Im Falle der Pandemie ist jedoch auf die generelle Nutzung einer Trennvorrichtung aus hygienischen Gründen angezeigt. Der dritte Regelungskomplex betrifft die Arbeitsbetriebe. In den saarländischen Justizvollzugsanstalten mussten im Frühjahr 2020 pandemiebedingte Schließungen oder erhebliche Einschränkungen bei den Arbeitsbetrieben vorgenommen werden. Bislang können den Gefangenen trotz ihrer unverschuldeten Beschäftigungslosigkeit grundsätzlich keine Lohnfortzahlungen oder Entschädigungsleistungen gewährt werden. Deshalb wurde durch das Justizministerium im Frühjahr 2020 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Europa eine Billigkeitsentschädigung im Rahmen der sogenannten Gefangenenfürsorge gewährt. Für die Gewährung einer eingeschränkten Billigkeitsentschädigung soll nunmehr eine Grundlage innerhalb der Justizvollzugsgesetze geschaffen werden. Die Möglichkeit einer Billigkeitsentschädigung ist in der Vorlage bewusst weit gefasst worden, um auch sonstige außergewöhnliche Umstände zu erfassen, die sich auf die Beschäftigung der Gefangenen insgesamt auswirken können. Beispielsweise ist daran zu denken, dass Schadensereignisse wie ein Feuer im Betrieb oder bei einem Zulieferer aus den Betriebsschließungen im Justizvollzug resultieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Zustimmung in erster Lesung. Durch die geplanten Neuregelungen entstehen im Übrigen keine Mehrbedarfe an Haushaltsmitteln. Das zeigt, gute Gesetzgebung muss nicht immer teuer sein. Vielen Dank.